Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren TTT-Video, nur mit einer kleinen Intro-Sequenz, da ich euch etwas erklären möchte. Wie ihr es vielleicht im Titel schon gesehen habt, gibt es heute ein Halloween-Special. Ist zwar noch ein paar Tage zu früh, aber Halloween-Events laufen ja auch schon ein klein bisschen immer im Vorlauf. Wie letztes, vorletztes und ich glaube auch vorvorletztes Jahr gibt es zu Halloween immer ein, zwei Special-Folgen. Auch dieses Jahr ist es wieder soweit. Wir machen die Nacht der lebenden Toten und das relativ simpel erklärt, nur tote Spieler dürfen reden. Bedeutet, wer noch am Leben ist, darf nicht sagen, wenn angeschossen wird oder whatever. Nur wer gestorben ist, darf reden, darf aber seinen Killer nicht verraten. Bei so einem Spielmodus ist es natürlich erstmal schwer, sich darauf einzustellen, vor allem, wenn wir den nur einmal im Jahr spielen, weshalb es da auch schon ein bisschen zu, in Anführungsstrichen, salzigen Momenten kommen kann, ja. Weil man halt nicht sagen kann, das Ganze ist natürlich nicht gebalanced und irgendwo ja auch nicht auf den Spielmodus ausgelegt. Trotzdem soll es einfach nur ein kleines Special sein und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es einfach mit Humor nimmt und es als Special-Folge ansieht. Es kommen danach wieder ganz normale Folgen und ja, trotzdem, so ein Special zu Halloween kann man einfach mal machen. Vielleicht habt ihr ja trotzdem Spaß dran und jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Ja, endlich ist mal einmal drauf. Grüß euch, Leute. Tauto hier und willkommen bei Nacht der lebenden Toten bei TTT. Mit dabei sind Daolo, Juli, Kapuze, Kumbran, Maru, Maxi, Nils, Pain und Items. Hallo. Guten Abend. Nein, euer Ton war nicht kaputt. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, Nacht der lebenden Toten bedeutet TTT eigentlich so wie immer, nur dass jetzt nicht nur die Lebenden sprechen dürfen und die Toten müssen den Klapp halten, sondern umgekehrt bedeutet, die Toten dürfen heute reden und die Lebenden dürfen nichts sagen. War sie die ganze Zeit schon tot? Oder nein, sonst hätten wir die Einleitung gemacht. Kurz nach dir. Irgendwann ist einer ham gegangen. Ja, ich habe ja gesehen, dass du was an die Wand geschrieben hast. Ja, weil ich einen Traitor gesehen habe, weil in dem kleinen Raum da hinterm ist anscheinend ein Traitor-Raum. Bösen Menschen, ey. Ich habe halt Schüsse gehört, als ich gesehen habe, dass du was schreiben wolltest. Ja, ja, ich habe dann hinter mir zwar gehört, dass wir eskaliert ist, ja, aber hat man sich nichts ehrlich, dabei doch. Was wolltest du, also du darfst es jetzt natürlich nicht sagen, aber was wolltest du denn da schreiben? Ich wollte eigentlich die Anführungsbuch-Initialen von einem potenziellen Traitor schreiben. Ist es mit der Mac-10 war es jetzt nicht so. Habe ich gemerkt, ist nicht so produktiv gewesen. Nee, mit der Mac-10 schreibe ich aber auch schlecht, da brauche ich eine Tastatur für. Sehr schön. Hallo, in der Löwe eingesperrt. Dürfen wir nicht verraten, wer böse ist, ne? Nein. Okay. Wir sehen es, aber... Ja, ich weiß es. Ich weiß alle drei. Ja, ich weiß es auch, aber... Ich wusste schon, bevor ich war. Was Unfreiwilliges. Aber wir können theoretisch zwischendrin einfach random schreien hinter dir und dann drehen sich alle um. Ja. Also wir haben heute wieder drei, oder was? Die zwei, die in einer gucken, der ist bestimmt Jakal. Seid vorsichtig. Aha. Der ist immer Jakal. Gegen durch die Türen batzen. Ich frag mich ja, was sie da versuchen. Ich denke, sie... E drücken. Leute, das ist wohl ein Bildungsauftrag. Ah, sie suchen ein Buch.
Ey, werft eine Inzi drauf, das funktioniert. Am besten. Was ist das? Oder schon gefixt. Kann man rausgucken. Ein Ischiger, also mit der Inzi hochhält. Oh Gott, da steht das ist ein Zombie. Oh, ich wollte noch die doofe Granate werfen, aber ich darf ja nicht reden. Ich wollte wissen, was die macht. Na, was war mit dem scheiß Regal los? Ja, eh, doch, eh drücken. Ja, was mache ich denn gerade? Ich bin überzeugt, dass du T bist, Dalo. Achso, du kannst Zombies freilassen als Schwert, wie geil. Weil urkonzentriert, ich habe mich gefühlt, als wäre ich richtig dabei. Wenn ich nichts rede, bin ich klar. Also, ja, war, das war die schönste TTT-Runde, wo du dabei warst. Ach, ich erinnere mich, letztes Mal mich. Achtung, du darfst gleich nicht mehr reden. Achso, du bist ja, und. Was war das denn für eine Scheiße? Ach ja, ich bin ja kein richtiger Traitor. Das ist wieder so eine fiese Traitor-Eingang da, wo du nicht durch darfst. Ich denke, das Leben am Zaun, was ist das? Oh, richtig doof. Langweilig. Oh, wow, Maxi, was war das für eine Scheiße? Das war ein Fake-Like! Ach so, deswegen. Ja, ich dachte, du hast ihn gekillt. Sorry, ich bin ja kein richtiger Traitor. Hey, das ist ja wohl eine Frechheit. Tut er so, als wenn er gut wäre? Verdient. Aber er redet nicht, der kommt wieder. Lass dich nicht ablenken. Das nutzen wir noch. Der Master of Science, hallo. Können wir, der eine hat auch eine gute Technik. Ich tue dir jetzt. Ja, ich hab dich fast gekillt. Ey, das sieht aus wie Kapuzes Aufnahmezimmer. Ist klar, ey. Ist aber mit dem Blut an der Tür. Mit dem Bleichmittel in der Kammer. Oh, wie schlecht war das? Oh, hätte ich den überhaupt mit... Alles for scared. Jetzt ist gerade die Frage, hätte ich den überhaupt mit einer Golden Deagle gekillt? Ja, klar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du killst das... Aber man darf halt... Man ist halt dieser natürlich ja kein richtiger Traitor. Halt's mal! Geht ja noch nicht los. Was ist da los? Ich bin einfach weiter hier. Kapuze. Jetzt will ich nochmal die neue Granate werfen. Da ist sie. Mach mal. Ich stell mich mal hin. Denn? Wann weiß du nicht? Kann es sein, dass du nur zwei Shotguns auf der Disco? Combo-Later, oder? Ja, aber wer weiß, vielleicht wäre ja was passiert, wenn wir hätten Schaden nehmen können. Tata stinkt! Glöckchen. Was ist das für eine Scheiße gerade? Wow, wer war der? Was ist wer das hat für mein Geschenk geöffnet? Ich hab Tauner gekillt. Wer war das jetzt? Du hast dich auch gekillt, du Schwein. Der hat mein Geschenk aufgemacht. Das war echt. Weißt du, was das Beste an dem Ding ist? Wir dürfen alle beleidigen und dürfen sich gar nicht wehren. Das ist das Beste. Also, ich. Hallo, Sting. Item Sting. Weißt du, wer echt Maro schlecht Sting, ist? Der Item ist echt so mies, der läuft. Ja, und der Dalo war auch richtig mies, der Dalo, gell? Ein richtiger miese Peter. Guckt euch da an, guck mal, er verfehlt nur, der trifft ja gar nichts. So schlecht. Ja, da sagt man, oh, Donkey Wonky. Oh, und guck mal hier. Ja. Kudran hat sich auch verabschiedet. Oh, dann räumt der auf. Oh, haltet mal eure Schnauze, ihr Bobos. Ja, ich darf noch 3 Sekunden reden, da will ich einen Schütz. Jetzt muss er aber auch die Schnauze hauen. Der Bub. Wunderschön. So, Juli, wie geht's dir? Erzähl mal. Ich bin verräuchert. Du bist verräuchert. Verräuchert? Meine eigene Granate. Oh je. Juli, wie kannst du deiner Nate stimmen? Du warst in meinem Team. Ja, nein. Ja. Ich hab eine Rauchgranate, warum dass die uns nicht sehen? Ja. Damit die. Ich hab Juli erschossen. Nur. Das war sehr, sehr gut von Pain. Slow Motion, er portet sich zurück in die Base. Ach, das war nicht mal Jarvis Slow Motion. Wer hat da das Slow Geschenk? Oh, Seit drei Leute haben das Geschenk. Ich wieder, das war eh. Eh Geschenk, eh dahinstellen. Voll inhaliert. Ja. So. Weißt du auch, stinkt. Der Alu stinkt.
Dann, warum tötest du mich? Ihr seid doch Bobos, Leute, ey. Das ist nicht euer Ernst. Das ist doof, wenn man nicht darüber reden darf. Ich wurde gerade von einem riesigen Arschloch gekillt. Ganz schlechter Kerl. Hörst du mich? Ein Teufel soll dich holen, Schwein. Also, ich sag mal, einen Buben zu legen, wenn keiner irgendwie reden darf und seinen eigenen Tod eventuell durch einen Kampf kommentieren Maxi, könnte oder so, dann weiß ich ja nicht, was da fake du sein könnte Käfer, was du. Nicht fake sein könnte. Ja, klasse. Maxi, richtiger Mistkäfer. Aber wir liegen gemeinsam in Grad. Ja, schön, und du hast mich gekillt, du Mörder. Natürlich hab ich das. Aber warum denn? Hä? Wie ist man aus der Map raus? Da stehen lauter NPCs und so. Das ist ja weird. Ja. Wo das denn? Ach, da, siehst du die, siehst du's? Bei diesem blauen Würfel? Ah, jetzt sehe ich das, ja. Stimmt, das sind zwei, zwei alte Männer. Oh, und dann hat es ein Skelett in der Ecke. Was? Ja. Okay. Guck mal, davor steht beim Skelett. Der Boomer, der hat Fang gelegt, oder? Nils, Alter, guck doch mal oben rechts. Der hat Katze eingesperrt. Nils, süßes oder saures, ja nicht immer, da ist nicht salzig bei. Wer hat die Schildkröten im Eingang? Ich glaube, Atomgranate ist einfach nur, dass der Name fehlt. Also, du hast zwei Teammates auf dem Gewissen. Nein! Ja, Alter, schau dir nicht in den fucking. Ja, toll, aber du hast die Töne aus meinem Grab geworfen. Alles Pain, no Pain im Game. Da haben mich meine Traitor-Kollegen verraten hier quasi gerade. Wie viele waren denn da von euch? Oder gehörte der letzte nicht dazu? Der letzte nicht dazu. Ich glaube, der letzte gehört nicht dazu. Wir haben sich sehr viele die Falschen beschossen. Ich bin weggelaufen und ich sehe nur auf einmal einen sterben und dann geht da unter das Problem ist, ich sehe einen Mord und dann kommen mir drei Leute entgegen und schießen auf mich. Ich drehe mich um, sehe noch einen Mord hinterher. Ja, aber der hat nicht auf dich geschossen. Ja, ah, da war gerade der Mörder reingelaufen. Mein Traitor-Kollege irgendwen erschossen hat, dann stehe ich da auf einmal davor und dann werde ich von dem nächsten beschossen. Das kann doch nicht sein. Das war meine Fake-Leiche. Ich habe keinen erschossen. Ich habe die Fake-Leiche einfach in den Keller geworfen. Oh, Julian zieht durch. Das war das. Der Hammer. Hat sich das jetzt gelohnt? Für wen hat Julie sich jetzt geopfert? Julie, für wen hast du dich geopfert? Für McFly. Aber ich glaube nicht, damit McFly das jetzt reißt, sondern weil sie nicht mehr hören wollte. Oh, da ist er wieder. Ja, Ey! Da oben ist eskaliert worden. Ja, der erste, der eskaliert ist, den habt ihr alle nicht abgeschossen. Der lebt noch. Ich hab gewusst, es ist immer mit der Shotgun eskaliert, deswegen. Ja, ja, der eskaliert ist, war der einzige, der lebendig rausgekommen ist. Jetzt war das jetzt gerade wirklich so, dass Maxi vor Dalu eine Fake-Leiche legt? Ja, genau. Denkt, er hätte, nein, Kunran war böse. Kunran war doch böse. Ich war auch böse, ich war ja auch vor dir, aber ich hab nicht auf dich geschossen. Die Fake-Leiche lag dann dran. Genau, ich hab die Fake-Leiche geschossen. Kunran dachte, Items hat angefangen, jemanden zu erschießen und dadurch ist das völlig eskaliert. Also, ich hab nicht gemacht, Kunran. Ich hab nicht geschossen. Oh, Naruto. Sasuke! Was? Der Kapuze hat alle erschossen und keiner hat Kapuze erschossen. Das war egal, ich hab euch alle durchschaut, ja. Nur damit ihr so. Er hat Kunran erschossen, ich versuch auf Kapuze zu gehen, wird dann von Backstep von drei Leuten angegriffen. Das war egal, ich hab alles gesehen. Das ist halt so geil, wie erst nichts passiert und dann ist es einfach nur noch. Deathmatch ist so. Ich hab jetzt gar keine Moment. Das ist super lustig. Also als Innos ist es extrem hart. Ja, das stimmt. Ja. Als Kapuze aber auch. Das liegt nämlich daran, dass Kapuze ein Holzkopf ist. Wow, go!
gekauft. Ich scheiß Praktiker. Aber nicht die Venga Boys. Schade, ja. Also das ist ja Pharmacare jetzt gewesen, oder? Der Arsch! Wer hat den blöden Zug gemacht? Das macht er auf ja, langweilig hier. Wohl, ja, ich weiß es auch, gell? Richtiger Zugführer. Na, immerhin stirbt er dann am Geschenk. Heute. Aber ja, es gibt ja Liebe. Das Geschenk sprinten ist keine gute Idee. Ich Achso, du hast es direkt aktiviert. Ja, Mann. Maxi. Hab ich mal einen Kill geholt. Maxi weiß immer noch nicht, dass er einfach nur E drücken muss. Ja, ja. Das ist halt schwach. Echt, E ist nicht wie die Maus. Aber Daolo ist hinter, du bist immer die erste Runde hinter den Bücherregalen aber extra verschwunden. Nee, ich bin unabsichtlich dahin gelaufen und hab gewartet. Natürlich bin ich da extra hingegangen. Das bringt dir doch gar nichts, Pain. Weiter, bitte. Gar nicht. Als ob dir das irgendwas bringen würde. Du kommst nicht weiter, ein anderer muss aufmachen. Ja, ja. Oh. Du bist da rein und bist dann durch die Wand verschwunden. Nein, ich bin da rein und hab einen Prop des Geiser benutzt. Ach so. Dich verarscht. Ja, hast du. Oh, wer ist denn da? Wer ist denn da drinnen, die kleine Kämmerlein? Ich seh's schon. Lass doch den Item raus. Der ist die ganze Zeit eingesperrt, kann es sein? In jeder Runde? Ja, er ist ja auch selber schuld, wenn er da reingeht in den Schrank, oder? Katzen gehen gern in. Hä? Hey, lass mal ein Faschenrohr draufkopfen. Als Trader gibt's doch 80 Möglichkeiten. Einem sich beschützt dich! Einem sich rollt da vorne rum, da dich kriegt keiner. Rollen. Wo ist mein Fass jetzt? Das ist Mau, ja. Du Kapuze. Nein, das bin ich jetzt. Adam ist da drin. Gib mir mein Fass zurück. Ich hab jetzt die Kontrolle über Marius. Oh Gott. Super, das ist Maru? Ja, das Fass ist Maru. Ich roll Maru jetzt in den Rauch, damit er sich zurückverwandeln kann. Was ist mit dem Items? Items, steckst fest oder kommst du nicht raus? Was ist los? Hanging geblieben. Ich frage mich, warum die Trader gar nichts tun. Ja, weil ja. Ich auf den Check, dass sie eh drücken müssen. Ja, aber eh geht nicht immer. Jetzt das geht nicht immer. Auf dem Regal. Aber eine C4, ein Zug. Ja, du könntest einen Teleporter. Ja, du hast die Cheater. Nee, Shopping Queens. Ach, ihr Penner, ey. Dann hätte mich nicht retten können von der Bärenfalle. Aber das Lustige ist, Pain kann den anderen nicht mitteilen, was sie zu machen haben, weil das zu kompliziert für die ist. Ja. Guck mal, Nils. Nicht die hellste Leuchte im TDT. Nee, ich konnte leider nichts kaufen als Date. Warum gehen die, geht das da nicht auf mit ihm? Ja, ich wollte nicht nochmal Zug kaufen und dann mit Maru zu lange, weil er einfach Ewigkeiten in seinem Fass chillen konnte. Das Problem ist, ich hätte leider nichts zu kaufen, um alle drei da anzukämpfen. Ja, ich dachte, Zug wäre nochmal langweilig. Bombe würde. War beim ersten Mal schon langweilig, Pay. Letzte Runde, Boss. Ja, ich weiß warum. Also, ich kriege nicht mehr das Regal immer aufbekommen. Du stinkst selber. Also, safe. 100%. E-Drücken ist. Nein, nein. Geh rein. Ich mach auf, Nils. Achtung. Tada. Du musst ein bestimmtes Buch öffnen. Ja, du musst ein bestimmtes Buch öffnen. Da rechts guckt eins sein, raus. Oder? Oh. Boah. Wow. Verdient. Ah ne, Moment, der ist gar nicht gestorben. Wow. Einfach so einen Rücken rein. So lame. Ja, schieß ihn aber. Klick, klick, klick. Mist.
Da steht ein Komplizen schon daneben. Ach, Nils, bevor ich es vergesse, hat zwei unser Fanfiction mit einem. Ja, oh Gott, musstest du das im Video erwähnen? Das war ein blutiges Wort jetzt. Klar, was gehört ins Video? Julie, musst du noch vorlesen, die Fanfiction? Ja, Julie, was ist jetzt eigentlich? Ja, gut. Wenn ihr das alle wollt, dann... Ja, natürlich. Ja, Nils ist... Ah, der Dete wieder. Ja. So ein Bubele, du schaffst es, ja? Die anderen sind alles Schwachköpfe. Komm up. Gib dir Mühe. Jawohl. Den gleich eine reinrücke, kein Leben mehr da. Ums Eck. Zack. Mach den fertig, Maru. Nee, nee, nee. Den muss er schießen. Maru, da lassen. Jawohl. Kapuze, du darfst auch denn niemanden helfen. Kapuze, das ist der Burg. Das ist okay bei 3 gegen 1. Ah, eine Gold. 3 gegen 1. Ich glaube, es ist nett. So, und an dieser Stelle melde ich mich auch noch mal kurz zu Wort. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Support freuen. Nächste Folge wird es noch mal ein kleines Special geben. Und danach gehen wir auch schon wieder in die normalen Folgen über. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Solltet ihr zu Halloween was vorhaben, passt gut auf euch auf. Habt trotzdem viel Spaß. Und ja, Süßes oder Saures. Bis dann. Ciao.